Ja, herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen weiter Baphomets Fluch, das beste Spiel der Welt. In der letzten Folge haben wir in dieses Hotel gefunden, haben auch schon einige Sachen rausgefunden. Zum Beispiel haben wir mit der Tante da an dem Klavier gesprochen, die uns erzählt hat, dass der Typ, den wir als Khan kennen, hier als Merlin wohnt in diesem Hotel und sie verarscht hat und sie möchte sich an ihm rächen. Das heißt, vielleicht wird sie uns noch helfen. Wir können, nehme ich mal an, diesen Schlüssel hier nicht direkt mitnehmen, der eventuell in das Zimmer von Merlin, aka Khan, aka der Clownsmörder, führt. Wir probieren es aber trotzdem mal. An einem Messinghaken hängen ein Schlüssel und ein Plastikanhänger. Excusez-moi, Monsieur. Was? Sie haben versucht, diesen Schlüssel zu stehlen, non? Wie käme ich dazu? Non, non. Excusez-moi, non. Oui. De la Baguette? De la Rue. So, hier können wir nichts mehr machen. Dann gehen wir hoch. George, wir gehen hoch. Okay. Zweite Tür rechts war's. Das Schild an der Tür zeigt die Nummer 21. Die Tür ist verschlossen. Falls die Beschreibung des Schneiders korrekt war, handelt es sich hier um das Zimmer des Killers. Das Schild an der Tür zeigt die Nummer 22. Das Schild an der Tür zeigt die Nummer 22. Ja? Die Tür ist verschlossen. Mist. Okay. Hier oben können wir anscheinend gar nichts mehr machen. Haben wir irgendwas dabei? Wie, du hast keine Idee, was du mit diesem riesen T-Stück machen kannst? Mit diesem riesen Eisenteil? Mann. Okay, ich glaube nicht, dass wir hier reinkommen. Wir müssen wieder runtergehen. Aber was nun? Lass uns mal dieses Buch hier angucken. Es ist niemand mit dem Namen Khan eingetragen. Aber der Name für Zimmer 22 ist Moalin. Ah oui, ah oui, oui, Moalin de la Chanson, de la Baguette. Das Melderegister für die Hotelgäste. Okay. Was jetzt, Monsieur? Ich bräuchte mal den Schlüssel, bitte. Was den Schlüssel an dem Haken dort angeht. Oui, Monsieur. Für welches Zimmer ist er? Nummer 21. Ist das Zimmer vermietet? Non. Die Gäste haben heute Morgen ausgecheckt. Ah, dann würde ich doch gerne einchecken. Ich möchte Zimmer 21 mieten. Das geht nicht. Wieso? Sie sagten doch, es sei frei. Es ist für einen anderen Gast reserviert. Mist. Gesundheit. Ich glaube, dass Khan, der Mann mit der Narbe, auch unter dem Namen Moalin bekannt ist. Der Mann, der in Zimmer 22 wohnt. Na und? Was wollen Sie? Rein in sein Zimmer. Haben Sie eine Lizenz, Monsieur? Hä? Eine Lizenz als Privatdetektiv? Das nur nicht gerade, aber ich kann alles erklären. Tut mir leid, aber ohne Papiere kann ich Ihnen nicht helfen. Mist. Ich bestehe darauf, dass Sie mir den Schlüssel zu Moalins Zimmer aushändigen. Das kann ich nicht, Monsieur. Dieser Typ, Moalin, ist eine Gefahr. Das sagen Sie, Monsieur. Er ist nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für ihre Gäste eine Gefahr. Er hat mit den Gefühlen von Lady Pierrement gespielt. Ciel, schreckt dieser Mann denn vor nichts zurück? So ist es. Und nun? Er hat schon einmal, zweimal, vielleicht sogar dreimal getötet. Mit Ihrer Hilfe kann ich ihn vielleicht stoppen. Und wenn er herausfindet, dass ich Ihnen geholfen habe? Non, das kann ich nicht. Okay. Das habe ich mir schon gedacht, dass der nicht einfach rausrückt. Wir finden da schon eine Lösung, George. Wir finden schon irgendeine Lösung. Sollen wir nochmal mit denen reden hier? Und schon wieder. Hallo. Das ist ein Foto von Khan, richtig? Das ist nur einer der vielen Namen, unter denen er bekannt ist. Na, das war's. Okay. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr informativ. Auf Wiedersehen. Vielleicht Hansina Joachimina? Hi, Ma'am. Hallo, George. Was kann ich denn wohl für Sie tun?
Würden Sie den Empfangschef ablenken, damit ich einen Schlüssel ausborgen kann? Soll ich Ihnen etwa bei einer kriminellen Handlung helfen, Darling? Oh nein, es handelt sich um den Schlüssel zu einem leeren Zimmer. Und warum, wenn ich fragen darf, möchten Sie Zugang zu einem leeren Zimmer? Möchten Sie sich dort einnisten? Nein, Ma'am. Pfadfinder, Ehrenwort? Ich war nie bei den Pfadfindern, Ma'am. Das ist ja schrecklich. Was haben sich Ihre Eltern bloß dabei gedacht? Es ist eine wunderbare Möglichkeit, für einen Jungen in Form geprügelt zu werden. So, jetzt erzählen Sie mal, warum möchten Sie unbedingt in dieses Zimmer? Es liegt genau neben dem Zimmer, in dem der Killer wohnt. Ach, Sie möchten Morlan also belauschen? Ich hoffte, es gäbe vielleicht eine Verbindungstür. Nun ja, wie soll man sich da weigern? Mein weiblicher Charme durfte in diesem Falle nicht weiterhelfen. Aber eine gesunde Dosis englischer Arroganz könnte funktionieren. Oh yeah. Cool. Hallo? Sie da drüben? Dina? Oui, Madame. Hören Sie mir mal genau zu. Sie verstehen doch Englisch, oder? Aber natürlich, Madame. Gut. Ich wünsche, einen Teil meines Schmucks in Ihrem Safe zu deponieren. Ich verstehe. Sind Sie da ganz sicher? Bien sûr, Madame. Okay, also sie liegt jetzt da los und ich kann in der Zeit hoffentlich... Oh ja, okay. Jetzt sind Sie dran, mein Lieber. Nice. Vielen Dank. Hansine Joachimina. Wir gehen schnell hoch. Puh, das war knapp. Okay, rein da. Vielleicht ist es nicht das richtige Zimmer, aber es ist der richtige Schlüssel. Okay, was geht hier? Außer einem schwachen Geruch nach Kampfer ist der Schrank leer. Was ist denn Kampfer? Was zur Hölle ist denn Kampfer? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was Kampfer ist? Also ich werde es wahrscheinlich noch googeln, aber falls ich das vergesse, das wäre total nett. Ich habe keine Ahnung, was soll denn das sein? So ein Mottenzeug? Der Nachttisch ist leer, riecht aber nach Zwiebeln. Kein Witz, wirklich wahr. Zwiebeln. Neben dem Bett steht ein kleines Nachttischchen. Okay. Vielleicht können wir ja außen rum... Ja... Oh, shit. Okay. Oh, das Fenster ist auf. Sehr gut. Vorsicht, George. Vorsicht. Oh yeah, wir sind drin. Lass uns das Kissen angucken. Das Bett ist frisch gemacht und die straffen weißen Laken verraten mir nichts über die Gewohnheiten des Killers. Okay, mach nichts. Oh. Diesen abgeschabten Lederkoffer habe ich bei Plantard gesehen, kurz bevor er starb. Ich durchsuche das Innere des Koffers, aber es ist genau wie ich befürchtet hatte. Er ist leer. Er hat alles rausgenommen. Sollen wir nicht den Koffer mitnehmen trotzdem? Hä? Da hängt doch was. Der Schrank ist ein solides, beeindruckendes, antikes Möbelstück. Ah. Nee, hä? Okay, mach nochmal auf. Der Schrank ist ein solides, ja. Beeindruckendes... Da sind doch jetzt zwei Punkte. Der Schrank ist ein solides... Der Schrank ist ein solides... Hä? Okay, irgendwas bringt gar nichts. Wahrscheinlich ist da auch einfach nichts. Das sieht nur so aus. Okay, ich könnte hier wieder rausgehen, aber gibt's... Ah, da gibt's noch was. Der Mörder ist zu schlau, belastendes Beweismaterial neben seinem Bett liegen zu lassen. Okay. Irgendwie ist hier rein gar nichts. Ich muss jetzt hier wieder raus. Ich habe alles probiert, Leute. Tut mir wahnsinnig leid. Es ist Khan. Oh oh. Ich habe so ein Gefühl in der Magengegend, bei dem ich normalerweise mit Volldampf die Toilette aufsuchen würde.
Oh shit. Ab in den Schrank, Digga. Oh, oh. Als Khan den Schrank öffnete, weiß ich genau, ich bin tot. Aber er nimmt seine Hose so schnell raus, dass er mich nicht mal sieht. Geil. Normalerweise beobachte ich keine Männer beim Umziehen. Aber dieser Kerl ist ein Mörder und ich will keine Überraschungen erleben. Er hat seine karierte Hose auf dem Bett liegen lassen. Okay, nehmen wir die mit? Oh shit. Die ist dreckig, ne? Die ist dreckig. Ja. Ich habe dieses bestimmte Gefühl, das du nur bekommst, wenn du noch warme Hosen durchsuchst. Die Tasche ist leer. Dieses bestimmte Gefühl. In der Tasche ist nichts. Shit. Ein Streifen am Seitensaum der Hose ist aufgetrennt und dann wieder zugenäht worden. Mit stärkerem Faden und einem speziellen Stich. Ja, und nu? Wollen wir das? Das kann ich nicht. Sollen wir da? Das kann ich nicht. Können wir die mitnehmen? Oh yeah. Ich drehe die Hose auf links. Okay, auf links? Ich finde eine normale Streichholzschachtel. Keine Streichhölzer, keine Hinweise. Doch als ich sie aus der Tasche nehme, ziehe ich einen starken Faden mit raus. Ein Faden mit einem Metallanhänger am Ende. Oh. Wo denn? Achso. Ich ziehe an dem Metallanhänger und der Faden kommt aus der Hose. Fast so, als zöge man an einer Reißleine. Shit. Ich finde nichts in der Tasche. Okay, lass uns die Hose nochmal umdrehen. Ich kremple die Hose wieder um. Ich durchsuche die Tasche vorsichtig und finde einen Ausweis. Dort steht Thomas Mörlin, Gröber Elektronik. Die Karte, die ich im Hotelzimmer gefunden habe, Thomas Mörlin, Gröber Elektronik steht drauf. Sehr spannend. Das Streichholzbriefchen ist mit einem bunten, wirbelnden Muster und den Worten Club à la Mut verziert. Oh, also... Okay, falls ihr diesen Bohrer gerade hört, tut mir wahnsinnig leid. Wenn nicht, tut einfach so, als wenn ich nichts gesagt hätte. La 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 la. Haben wir jetzt alles von der Hose? Ich kremple die Hose wieder um. Ich glaube ja, hier ging nichts mehr. Wir haben ja jetzt zwei Anhaltspunkte. Naja, was heißt Anhaltspunkte? Wir haben hier einmal so ein Streichholzding aus, von einem bestimmten Club. Der heißt irgendwie Almü oder Almü. Das Streichholzbriefchen ist mit Alamü. Einem Und wir haben eine... Die Visitenkarte von Thomas Mörle, der anscheinend bei Gruber Elektronik arbeitet. Sehr, sehr spannende Geschichte. So, von der Hose haben wir jetzt alles. Da war ja nichts, im Schrank auch nicht. Wollen wir jetzt hier wieder raus? Okay. Okay. Was nun? Sollen wir zu diesem Club gehen? Oder sollen wir vorher noch mit Hans-Johanna sprechen? Hi, Ma'am. Hallo, George. Was kann ich denn wohl für Sie tun? Dieses Streichholzbriefchen habe ich in Moalins Schlafzimmer gefunden. Es stammt aus dem Club Alamut. Wenn man herausfinden könnte, ob das ein Club in Paris ist, wäre das sicherlich nützlich, George. Das stimmt wohl. Hansina Joachimina. Diesen Pass habe ich in Moalins Zimmer gefunden. Aha. Der kleine Bastard gibt sich also als Elektriker aus. Ja? Dieser Typ hat wahrscheinlich 1000 Gesichter. Habe ich Ihnen dieses Foto schon gezeigt? Ja. Ja, Darling. Oh shit, jetzt klopfen die auch noch. Tut mir leid, Leute, falls ihr das überhaupt hören könnt. Das ist der Schlüssel zur Zimmer 21. Das ist das Zimmer neben diesem miesen... Ja. Ja, und es ist frei. Wirklich? Wie praktisch. Vielleicht war es ja nur meine Fantasie, aber ich hatte ein ungutes Gefühl bei dieser Situation. Yeah. Seit wann sagst du eigentlich yeah, George? Das ist überhaupt nicht cool.
Das haben wir erstmal. Mit ihm rede ich nicht mehr. Oh. Einen Augenblick, Monsieur. Was haben Sie für ein Problem? Kein Problem, wenn Sie kooperieren. Was wollen Sie? Nur eine Sicherheitsüberprüfung. Reine Routine. Nichts, was Sie beunruhigen müsste. Oh, na gut. Durchsuch ihn, Flap. What? Darauf kannst du dich verlassen. Wieso das denn? Hey, lass das! Finger weg, du Riesenaffe! Nichts, Guido. Nada. Bitte entschuldigen Sie die Störung, Monsieur. Wie bitte? Ich sollte euch bei der Polizei melden. In dieser Gegend sind wir die Polizei. Soll ich ihm die Arme brechen? Nein. Lass ihn los, Flap. What the fuck? Wonach haben die mich jetzt durchsucht? Fragen über Fragen. So, jetzt sind wir hier nochmal in der Gasse. Da waren wir doch eben oben, ne? Hier sind wir doch lang am Fenster Sims. Aber hier ist weiter nichts. Vielleicht kommen wir später nochmal her. Wonach haben die mich jetzt durchsucht, wüsste ich gerne. Ach so, ich wollte ja eigentlich noch... Lass mich nochmal kurz reingehen. Ich wollte nämlich den Empfangschef nochmal fragen, ob der mir einen Tipp geben kann zu diesem Alamut-Club-Dings da. Bams. Was jetzt, Monsieur? Ich wurde gerade von einem Gorilla durch die Mangel gedreht. Ah ja? Ich sehe keinen Gorilla. Oh, kein echter Gorilla. Es war ein Typ, der wie ein Gorilla aussah. Es ist genau vor diesem Gebäude passiert. Jetzt wollen wir erstmal eines klarstellen. Beschweren Sie sich oder geben Sie an? Ich möchte wissen, was Sie jetzt unternehmen wollen. Der kleinere von den beiden hat eine Pistole. Ich würde vorschlagen, Sie gehen zur Polizei. Können Sie nichts gegen sie unternehmen? Was sich auf den Straßen von Paris abspielt, dafür kann mich wohl kaum jemand verantwortlich machen. Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Non, Monsieur. Wie non? Okay. Stört es Sie nicht, dass Ihre Gäste von Gangstern eingeschüchtert werden? Außer Ihnen hat sich niemand beschwert, Monsieur. Haben Sie Ihnen etwas gestohlen? Naja, nein. Sie haben das, wonach Sie suchten, nicht gefunden. Wonach haben Sie denn gesucht? Keine Ahnung. Ich denke, das wussten die selber nicht. Über den Schlüssel wollen wir jetzt mal nicht sprechen. Sagt Ihnen diese... Okay, das hatten wir gerade schon. Sagt Ihnen dieser Pass etwas? Der gehört Monsieur Morlin. Genau, Morlin, der Mörder. Ich möchte mir ansehen, was er im Safe hinterlegt hat. Unmöglich. Ich kann sein Vertrauen nicht missbrauchen. Egal, was er getan haben mag. Sie begehen einen großen Fehler. Vielleicht. Ich kann damit leben. Ein Mörder? Sind Sie sicher? Absolut. Kennen Sie diesen Schlüssel? Er ist Eigentum des Hotel Ubu. Oh. Korrekt. Darf ich fragen, wie er seinen Weg von dem kleinen Haken in Ihre Tasche gefunden hat? Würden Sie glauben, dass ein Poltergeist ihn da reingesteckt hat? Non, Monsieur. Dieses Hotel wird regelmäßig von einem Exorzisten behandelt. Wenn es hier ein Gespenst geben würde, hätte Vater Fécon es unter Garantie rausgebetet. Ich nehme an, Sie möchten den Schlüssel zurückhaben. Nicht unbedingt. Das Zimmer ist frei. Da Sie diese kleine Untersuchung offensichtlich unbedingt durchführen möchten, werde ich Sie nicht davon abhalten. Was? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Warum der auf einmal so kooperativ ist. Aber na gut, ich glaube, da hoch müssen wir nicht mehr. Was wir als nächstes tun sollten, wäre zu diesem Club gehen. Oder mal Nico anrufen oder was auch immer. Naja, wir werden es rausfinden, aber erst in der nächsten Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.